sehr große Herausforderung bei diesem Stück ist, die Welt zu kreieren, in der das spielt. Weil ein Liebhaber nicht spielen kann. Die Tage voll Geschwätz, wir kürzen so. Habe ich beschlossen, hier den Dreckskerl aufzuführen. Zu hassen all die Scherze dieser Zeit. Mir ging es sehr stark darum, dieses Stück nicht ins Heute 1:1 zu holen, sondern eine Art Fantasiewelt zu schaffen, die, ich würde mal sagen, in naher Zukunft spielen könnte. Es ist der Versuch, eine Welt zu schaffen, die in sich glaubhaft ist. Und aus dem Wenig soll noch werden nichts, denn deine Würde und dein Stand, die stehen mir zu! Richard III. Ist natürlich ein sehr vielschichtiger Charakter. Das macht ihn auch zu einem der tollsten Rollen der Theatergeschichte. Lang lebe Richard, Englands großer König! Wird morgen recht für die Krönung, dann? Wann immer ihr es wollt, dann wollt ich's. Fünf hab ich totgeschlagen schon statt ihm. Ich finde eben interessant, dass es jemand ist, der zumindest glaubt, hässlich zu sein, weil er immer nur damit konfrontiert war, dass er hässlich ist und daneben ist und ein Ekel sei. Also verhält er sich auch so. Und wenn mein Plan mir nicht erleben geht, hat Clarence keinen Tag zu leben mehr. Und Gott soll sich darum König Edward kümmern, die Welt mir lassen, auf die Knie mit dir! Du kamst zur Welt. In eine Hölle, sie mir umzudrehen. Schon deine Schmerzgeburt tat mir zu weh. Es gibt eine, finde ich, wunderbare Szene da drin, nämlich eine Begegnung mit seiner Mutter, wo man erfährt, dass dieser Richard tatsächlich von Geburt an nie geliebt worden ist. Seine Mutter hat ihn schon im Bauch gehasst. Und natürlich erzählt das auch eine Menge darüber, wie narzisstische Störungen entstehen und wie darüber auch kompensiert wird mit Macht. Hier ist der Kopf des Söhnischen von Edward Hastings. Alle diese Figuren, die hier auftreten, sind im psychischen Sinne schwer beschädigt. Diese Figuren kennen fast nur Hass. Und da ist das Stück, finde ich, leider extrem zeitlos.